eingepflanzt. Wir brauchen eben eine Flamme, die unseren Geist erhält. Und welches traditionelle Fest würde sich da für eignen? Weihnachten, meine Damen und Herren. Weihnachten steht vor der Tür. Und da haben wir ja oftmals das Problem. Heute geht man ja wieder darüber dahin zu, richtig aus originale Kerzen zu benutzen. Man sollte immer einen Wassereimer daneben stehen haben. Es geht um die Problematik, wie kriegt man eine Kerze gelöscht? Ja, er muss sich mal ankriegen. Wir haben unterschiedliche Methoden entwickelt, ausprobiert und was Sie dazu brauchen, zunächst einmal ist diese Qualitäts-PET-Flasche. Es gibt ein sehr probates Mittel, diese Kerze zu löschen. Das geht sehr schnell, wahrscheinlich so schnell, dass Sie es gar nicht mitkriegen. Der Herr jeder von euch, es geht folgendermaßen, peng! So, diese Kerze ist tatsächlich gelöscht, aber jetzt fragt ihr euch, ja, was ein Quatsch. Ist richtig, aber es gibt natürlich auch eine Methode, diese Kerze auf Physikantenart zu löschen. Achtet mal drauf. Pusten. Nein, pusten ist nicht, aber sowas ähnliches. Also schaut mal, ich werde diese Flasche jetzt in Position bringen und... So, das ging tatsächlich schnell. Danke für den Applaus. Ja, an dieser Stelle, aber danke, kein Mitleid. Denn es gibt, was hier jetzt gerade entstanden ist, das konnten Sie jetzt nicht sehen, ich habe aus der Flasche einen Wirbelring herausgeschickt. Damit man das mal deutlicher sehen kann, habe ich noch einen zweiten Apparat mitgebracht. Nämlich diesen Apparat hier, der nennt sich Eazuka. Und ich werde jetzt Wirbelringe in einer anderen Größenordnung für Sie reproduzieren. Das heißt, Sie brauchen Nebel, oder was? Genau, Nebel, mein Freund, genau. So, dann kommen Sie hier mal hin, noch ein bisschen. Das dauert nicht lange, so circa 10 bis 20 Minuten. So, Sie sind soweit. Achtung. Oh. Das ist ja. Hey, die können wir auch. Schön, nicht? Cool. Also in Freiburg haben wir dafür Applaus gekriegt. Ich weiß nicht, wie das ist. Schön. Aber jetzt sagen sich bestimmt einige... Damit muss man mal live Ego-Shooter spielen. So richtig sehen konnte man das nicht. Das ist ja ich habe das nochmal ganz groß hier mit, Herr Professor. Und deswegen... Schlägt euch jetzt mal zurück, entspannt euch, denn jetzt... So, wollen wir mal reinrollen, das Ding hier. Die habt ihr noch nie gesehen. So, warte mal auf. Und bitte. Auf den Bass.
Feuertornado in der Natur. In der Natur gibt es Feuertornados. Ja, zum Beispiel bei großen Feuersbrünsten. Das Prinzip ist im Grunde das gleiche wie bei großen Windrosen. Nun, durch die Wärme steigt die Luft nach oben und saugt Luft von außen nach innen. Da diese Luft aber, meine Damen und Herren, da diese Luft sich in Rotation, also in Drehung befindet, wird sie immer schneller, je weiter sie nach innen kommt. Also Moment, das ist so ähnlich wie bei einer Eiskunstläuferin. Ja, aber das wollten Sie erklären. Also eine Eiskunstläuferin kennt ihr ja alle, vielleicht nicht persönlich, aber so im Fernsehen. Wenn die eine Pirouette dreht, dann fängt sie an und hat die Arme erst so weit außen. Dann dreht sie sich und zieht dann ganz plötzlich die Arme an und dann ganz, ganz schnell. Hui, und das ist hier genauso, oder was? Genau so ist es, ja. Nur den Grund hätte ich nicht einfach erklären können. So einfach ist es tatsächlich. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Gut. So, wir löschen das jetzt mal. Ja, das ist besser. Das ist hier mal. Oh, das ging ja gut. Ja, Mann, das erste Mal. So. Stellen wir das mal wieder drauf. Rücken Sie das mal nach hinten. Ja. Ich würde sagen, wir machen ein weiteres Experiment. Und zwar ist es ein Experiment mit einem Fischer. Genau. Aber hierbei geht es nicht um...